Hier nun endet unsere kleine Exkursion. Direkt vor uns sehen Sie die über die Grenzen hinaus bekannte Schiedi-Eiche, die ihren Namen dem berüchtigten Scott Schiedi verdankt. Historische Aufzeichnungen belegen, dass der Geächtete hier an einem ebensolchen nebligen Frühlingsmorgen des Jahres 1451 von Soldaten gestellt wurde. Nach einem erbitterten Kampf gelang es ihm jedoch erneut, sich seinen Häscher zu entziehen. Er stürzte davon und ward nie mehr gesehen. Warum? Das werde ich Ihnen jetzt zeigen, verehrte Herrschaften. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass jeder weitere Schritt lebensgefährlich wäre. Ab hier beginnt das Oakmoor. Geben Sie Acht! Die Legenden behaupten freilich, Schiedi habe die Justiz erneut genarrt und sich mit all seinen erbeuteten Reichtümern abgesetzt. Sie und ich jedoch wissen nun, was wirklich mit Scott Schiedi geschehen ist. Ich will ja nicht kleinlich sein, aber sind Sie sicher, dass das Ganze 1451 passiert ist und nicht erst vor kurzem? Selbstverständlich, Madam. Gut. Dann muss es wohl jemand anders sein, dessen Hand da aus dem Sumpf ragt. Das wäre alles, Mr. Masterson. Wir werden den Leichnam Ihres Vaters jetzt abtransportieren. Haben Sie noch Fragen, Sir? Hä? Oh, verzeihen Sie. Ich kann das alles noch nicht glauben. Heute Morgen um 6 hat er sich von mir noch verabschiedet. Wie immer um diese Zeit, wenn er seine Runden drehen wollte. Und jetzt? Ich habe vollstes Verständnis für Ihre Situation. Ihr Vater war eine geachtete Person. Und das nicht erst seit der öffentlich geführten Diskussion um den Erhalt des Orkmoors. Mit ihm stirbt auch die Hoffnung, dieses einmalige Stück Natur zu retten. Hat er Ihnen gegenüber vielleicht irgendwann mal etwaige Absichten mitgeteilt? Es können beiläufige Bemerkungen gewesen sein, möglicherweise im Spaß geäußert. Das ist es ja eben. Ich martere mir das Hirn, ob er mir seinen Freitod angekündigt hat und ob ich zu dämlich war, seinen Hilferuf zu verstehen. Aber ich finde nichts. Beruhigen Sie sich, Sir. Selbst wenn dem so wäre, sie trifft keine Schuld. Mein Beruf hat mich gelehrt, dass man den Leuten nur vor die Stirn sehen kann. Selbst wenn es sich um Familienmitglieder handelt. Da mögen Sie recht haben. Trotzdem mache ich mir Vorwürfe. Ich hätte ihm bei der ganzen Sache mehr Rückendeckung geben müssen. Vom eigenen Sohn kann man das sicherlich erwarten. Werden Sie den Hof für einige Tage schließen, Sir? Wir sind voll belegt und auf jeden Penny angewiesen. Ich verstehe. Nochmals mein Beileid. Danke, Inspektor. Wie gesagt, sollten Sie noch Fragen haben, Sie haben ja meine Karte. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Hatten Sie nicht ursprünglich vor, den höheren Dienstweg in London anzutreten? Miss Rutherford, Sie? Ich hätte mir nicht träumen lassen, Sie noch mal wiederzusehen. Und ich bin ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht, Sie in diesem Provinznest zu treffen. Sie spielen auf den Yacht an, nicht wahr? Selbstverständlich. Hat Ihr Beitrag in der Sache McCallum Ihnen dort nicht Tür und Tor geöffnet? Doch, das hat er. Der Commissioner hat mich sogar eingeladen. Tja, und warum finde ich Sie dann hier? Mitten in den Chiltern Hills? Warum fragen Sie? Warum? Weil Sie Ihre Finger im Spiel hatten? Es ist allein Ihre Schuld. Meine Schuld? Wieso meine Schuld? Ich habe doch wahrlich alles dran gesetzt, Sie ins Rampenlicht zu rücken. Und waren vorher so schlau, die überaus temperamentvolle und ledige Miss Hendricks von meinen Vorzügen zu überzeugen.
Soll das heißen? Ja, das soll heißen, dass Ihr Plan aufgegangen ist. Nach der Verhaftung und während der Zeugenvernehmung hat mich die wie ausgewechselte Miss Hendricks nicht mehr vom Haken gelassen. Heute sind wir schon 2 Jahre verheiratet. Oh, da gratuliere ich Ihnen aber. Und wie so oft im Leben wirft man für seine Liebste alle Pläne über Bord. Und wenn dann in der Nähe Ihrer Wohnung auch noch ein Posten zu vergeben ist... Ich hoffe, Sie sind wenigstens Superintendent geworden. Chief Superintendent des Districts Dacorum. Das ist sogar noch besser als eine kleine Leuchte beim Yard, oder? Ich kann mich nicht beklagen, Madam. Und jetzt sind Sie in Ihrer Eigenschaft als leitender Beamter in der Mordsache Masterson hier, nehme ich an. Ich hoffe, ich habe mich verhört. Sie haben doch wohl nicht gerade Mordsache gesagt, oder? Nun, wie ich sehe, haben Sie sich kein bisschen verändert, Inspektor. Ich meine, Chief Superintendent. Dann war das also kein Witz von Ihnen. Auch wenn ich in diesem entzückenden Ort Urlaub mache, so weiß ich doch, was ich gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Sie sind die ältere Dame, die die Leiche im Sumpf entdeckt hat. Ganz recht. Und bis zu diesem bedauernswerten, nein, furchtbaren Fund, war es ein sehr gelungener Rundgang. Miss Tremblay hat uns die Wälder und das Moor rund um den Mastersonhof gezeigt. Gut. Kommen wir jetzt noch mal auf die Sache zu sprechen, die Sie als Mord bezeichnen. Den Mord an Mr. Masterson Senior, richtig. Was gibt Ihnen die Gewissheit, dass er nicht Selbstmord begangen hat? Bestenfalls, dass es kein Unfall war. Gegenfrage. Kannten Sie den Ermordeten? Bleiben wir doch bitte bei der Bezeichnung Verstorbener, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wenn Ihnen das besser gefällt... Also, kannten Sie den Verstorbenen? Natürlich. Alle hier in Burke Hempstead kannten Mr. Masterson. Ich möchte sogar sagen, dass er in ganz Herefordshire einen Namen hatte. Gut. Ich bin jetzt die 2. Woche hier und bin ihm vielleicht 12 Mal begegnet. Er litt unter Gicht, wenn ich das richtig beobachtet habe. Schon seit vielen Jahren. Aber das hat ihn kaum bremsen können. Hat immer noch gearbeitet wie ein Pferd. Haben Sie andere, dringendere Verpflichtungen oder erlaubt es Ihre Zeit, mich kurz zu begleiten? Wo soll's denn hingehen? Nur eine gute Viertelstunde Weges von hier zum Tatort. Tatort. Na gut. Sie geben vorher ja doch keine Ruhe. Die Mastersons besitzen wirklich ein herrliches Stück Land. Oh, aber Sie haben ja noch gar nichts gesehen. Den Buchenwald, die Heideflächen und vor allem das Moor. Hab mir immer vorgenommen, mit Rowena hier mal spazieren zu gehen. Dann sollten Sie sich beeilen. Denn dem Plan von Mr. Randall dürfte nun nichts mehr im Wege stehen. Jetzt, wo der alte Masterson weg ist. So was Ähnliches bekam ich von Masterson Junior auch zu hören. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Hof in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Seine traditionsreiche Geschichte und der gute Name der Eigentümer haben die Banken bisher davon abgehalten, zu vollstrecken. Die Präsenz des alten Masterson trug ihr Übriges dazu bei. Dann wird der Sohn auf das Angebot von Randall sicher eingehen. Das wäre ratsam und zwar schleunigst. Würde mich nicht wundern, wenn der alte Geizkragen seine Chance witterte und sein Angebot nach unten schraubte. Das wäre unehrenhaft für einen Geschäftsmann. Anscheinend kennen Sie sich nicht nur in der Welt der Mörder und Schwerverbrecher aus, Miss Rutherford. Wenn es um Geld geht, spielt die Ehre auch bei angesehenen Bürgern keine Rolle mehr. So. Damit stehe ich zum 2. Mal an diesem Morgen hier. Immer noch ohne Gummistiefel. Kaum zu glauben, dass der Boden hinter der Eiche so trügerisch ist, nicht? Wenn ich es nicht besser wüsste, ich würde glatt weitergehen. Sparen Sie sich Ihre Manöver und kommen Sie zum Punkt.
Warum soll Masterson ermordet worden sein? Hier draußen? Ganz einfach. Sehen Sie doch mal, wo man ihn aus dem Sumpf gezogen hat. Man kann noch genau sehen, wo er versunken ist. Dort vorne, ich weiß. Sie glauben gar nicht, wie schwer es war, in so kurzer Zeit einen schwimmbaren Untersatz aufzutreiben. Und was wollen Sie damit nun andeuten? Na, wie in drei Teufelsnamen ist er dorthin gekommen? So weit vom festen Boden entfernt. Na, wie schon? Er hat Anlauf genommen und... Das glauben Sie doch selber nicht. Es sind mindestens 5 Meter bis zu der Stelle dort. Sowas schafft allenfalls ein Sportler. Und beim Versinken dorthin gerudert sein kann er auch nicht. Dann wäre die Oberfläche aufgewühlt gewesen, war sie aber nicht. Sie vergessen, dass Sie nicht dabei waren, Madame. Das brauche ich auch nicht. Selbst wenn ihn seine Gicht nicht wesentlich behindert hat, wie Sie sagten, so humpelte er doch und nimmt dann Anlauf und springt olympiareif in den Tod. Nebenbei, warum überhaupt? Vielleicht war es ja gar kein Selbstmord. Vielleicht hat er sich einfach nur verlaufen. Immerhin war es heute früh sehr neblig. Und wenn doch, dann, weil er unter Umständen am Ende seiner Kräfte war. Der Streit um die Trockenlegung des Sumpfgebietes geht schon ins 10. Jahr. Seine finanzielle Lage erwähnte ich ja bereits. Für viele verzweifelte der Grund überhaupt, aus dem Leben zu scheiden. Das erklärt aber alles nicht, wie er dorthin gelangt ist. Meine liebe Miss Rutherford, jetzt rücken Sie doch schon raus mit der Sprache. Was erwarten Sie von mir? Zumindest eine genaue Leichenschau. Sie sprechen von einer Autopsie? Wozu? Na, um herauszufinden, ob er tatsächlich im Moor ertrunken ist. Damit ich Sie richtig verstehe. Sie glauben, jemand hat Good Old Masterson erst ausgeknipst und dann mit Schmackes ins Moor katapultiert, um den Mord zu vertuschen? Möglicherweise. Vielleicht steckt aber auch noch mehr dahinter. Ihnen ist schon klar, dass ich mich lächerlich mache, wenn ich bei dem Mann eine Leichenschau anordne, oder? Ganz zu schweigen von der Reaktion der Hinterbliebenen. Sie sind die oberste Instanz hier. Wer sollte Sie in Frage stellen? Das ist auch wieder richtig. Wenn ich Ihnen den Gefallen tue, und ich weiß wirklich nicht, ob ich das sollte, werden Sie dann Ruhe geben? Das hängt von dem Ergebnis der Autopsie ab. Ach, das möchten Sie natürlich auch aus erster Hand haben, nehme ich an. Na, wenn Sie mich so fragen... Was wirst du jetzt machen? Nun, viele Möglichkeiten haben wir nicht. Aber ich denke, die Dinge werden sich ohne mein Dazutun rasch entwickeln. Ich bekam vorhin ein Beileidstelegramm vom alten Randall. Jede Wette, dass er sich nach der Beisetzung von Dad bei mir melden wird. Alles schreit förmlich danach. Und dann? Keine Ahnung, wirklich nicht. Bisher war Dad immer das Zünglein an der Waage, das immer alles im Gleichgewicht gehalten hat. Er hatte sämtliche Geschäfte unter sich. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Wirst du das Land an Randall verkaufen? Das wäre das Einfachste. Ich wäre mit einem Schlag alle Sorgen los und hätte genug Geld, um in den Hof neu zu investieren. Aber nach allem, was Dad... Entschuldigen Sie, ich wollte hier nicht ungefragt hereinplatzen. Das macht nichts, Miss Rutherford. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur um Milch für meinen Tee bitten. Selbstverständlich. Alice, wärst du so nett? Natürlich. Darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit mein tiefes Mitgefühl aussprechen, Mr. Masterson? Vielen Dank, Madam. Es wäre anmaßend, wenn ich sagen würde, ich hätte Ihren Vater gut gekannt. Aber die wenigen Begegnungen haben ausgereicht, um mir zu zeigen, wie fest er mit diesem Besitz verwurzelt war. Und dass er bis zum letzten Atemzug... Ihre Milch, Miss Rutherford. Ja, danke. Ich danke Ihnen für die Worte, Madam. Und ich kann Ihnen sagen, dass Sie ihn richtig eingeschätzt haben. Genießen Sie Ihren Tee. Danke sehr.
Scheint so, als hätte mein alter Herr mir die geschickt. Warum? Na, um mir die Entscheidung zu erleichtern, wie es weitergehen soll. Du wirst ein Wunder brauchen, um den Hof zu retten. Ja. Aber Wunder passieren. Jeden Tag. Hoffentlich. So neblig muss es gestern auch gewesen sein. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Jetzt heißt es, aufpassen, Mimi, altes Mädchen. Damit dich nicht aus Versehen... Himmel, das war knapp. Ich bin an der Schidi-Eiche glatt vorbeigelaufen. So weit zu der blödsinnigen Theorie, er habe sich verlaufen. Ein Schritt in den Sumpf und man bleibt sofort stehen. So oder so. Also ich sehe wirklich nicht, wie er das gemacht haben will. Er hätte ein Trampolin gebraucht, um von hier dahin zu gelangen. Hört sich an, als veranstalte Mr. Randall eine Treibjagd. Barbarisch, ein Tier in den Tod zu hetzen. Der arme Fuchs. Am besten, ich gehe zurück. Sonst fallen die Vierbeiner noch über mich her. Von wo bin ich? Ach, da lang. Da steht ja jemand. Guten Morgen. Sie haben mich ganz schön erschreckt. Ich dachte, ich sei die Einzige, die zu so früher Stunde spazieren geht. Der rührt sich überhaupt nicht. Und wie groß der ist. Sagen Sie, finden Sie es nicht ein wenig unhöflich, eine ältere Dame so zu erschrecken? Hat es Ihnen die Sprache verschlagen oder warum antworten Sie nicht? Also, jetzt wird's mir aber zu dumm. Muss doch einen Grund haben, warum der ausgerechnet hier auftaucht. Das gibt's doch nicht. Das ist der Baum. Die Eiche. Jetzt ist es schon so weit, dass ich mich mit Bäumen unterhalte. Das ist aber auch ein Nebel. Ich glaube, auf den Schreck habe ich mir das Frühstück redlich verdient. Guten Morgen, Madden. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Oh, guten Morgen, Mr. Thorndike. Mit Ihnen habe ich so früh ja noch gar nicht gerechnet. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja. Ihnen scheint es zu schmecken. Hätten Sie mal eine Serviette für mich? Warum? Wollen Sie mitessen? Nicht ganz. Ich möchte mir nur den Honig von der Hand wischen, den Sie mir... Honig? Aber ich habe doch gar keinen... Ach, da kann ich Sie beruhigen. Das ist kein Honig, das ist Harz. Harz? Was tun die denn hier in die Brötchen rein? Nein, nein. Das stammt noch von meinem Ausflug heute Morgen. Ich war schon früh auf den Beinen, draußen im Moor. Hm. Hätte ich mir denken können. Man glaubt gar nicht, wie sehr so ein alter Baum immer noch harzt. Ich hab's leider nicht ganz von meinen Händen abbekommen. Aber nun zum Zweck Ihres frühen Besuchs. So, bitte. Das ist der vorläufige Befund der Leichenschau. Druckfrisch aus der Schreibmaschine. Sehr gut. Vielen Dank. Das Wichtige steht unten im letzten Abschnitt. Genickbruch? Nicht so laut. Entschuldigung. Und ein Irrtum ist ausgeschlossen? Ich fürchte ja.
Halten Sie mich nicht für anmaßend. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Sie das überrascht. Welche Reaktion hätten Sie denn erwartet? Na was schon. Dieses wissende Kopfnicken und wie Sie dabei dann die Augen zusammenkneifen. Unsere erste Begegnung muss auf Sie wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Das kann man wohl sagen. Hat der Pathologe sonst noch was gesagt? Sicher. Sicher? Und er ist nicht ertrunken? Moment. Sehen Sie diese große Naht auf der Brust? Ist schwerlich zu übersehen. Die stammt von mir. Das Erste, was ich bei vermeintlich Ertrunkenen überprüfe, ist der Inhalt der Lungen. Mr. Masterson Senior hatte allenfalls Schlamm in der Luftröhre. Seine Lungen waren sauber, mal abgesehen von den Spuren jahrzehntelangen Tabakgenusses. Helfen Sie mir mal. Was soll ich? Ihn auf die Seite zu drehen. So halten. Kein Problem. Sie sehen hier im Genick unterhalb des Haaransatzes eine dunkelrote Verfärbung. Sie zieht sich quer über den Nacken. Ja, sehe ich. Was immer Mr. Masterson dort getroffen hat, es war wuchtig genug, um seine Halswirbel zu zertrümmern. Er war auf der Stelle tot. Ertrinken scheidet also aus. Und die Schlagwaffe? Eine Eisenstange? Durchaus möglich. Ich habe überflüssigerweise noch ein Röntgenbild anfertigen lassen, das die Fraktur deutlich zeigt. Sehen Sie mal, welche abnormen Bewegungen ich mit seinem Kopf machen kann. Danke für Ihre überaus schlüssigen Ausführungen, Dr. Weldon. Sie haben mich überzeugt. Dann wurde ihm also erst das Genick gebrochen und man hat hinterher versucht, ihn im Moor verschwinden zu lassen. Für mich steht jedenfalls fest, dass wir es mit mehreren Tätern zu tun haben müssen. Warum? Weil ihn ein Einzelner niemals so weit in den Sumpf hätte werfen können. Ich habe nun die unangenehme Pflicht, es dem Sohn mitzuteilen. Mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Sie sprechen von einer Mordermittlung. Die ich allein führen werde, damit wir uns direkt richtig verstehen. Selbstverständlich. Hätten Sie was dagegen, wenn ich den Bericht noch eine Weile behalte? Ich habe ihn noch nicht zur Gänze gelesen. Nur zu. Ich habe noch einen Abzug. So, wenn Sie mich dann entschuldigen würden. Sagen Sie, in welcher Beziehung steht eigentlich Dr. Tremblay zu den Mastersons? Sie ist die einzige Tierärztin von Berkhamsted und kümmert sich um die Pferde. Und dass sie ehrenamtliche Führungen durch die Wälder macht, das wissen Sie ja bereits. Ich meine auch mehr das Verhältnis zum Junior. Sie ist nämlich recht häufig hier anzutreffen und meist in seinem Schlepptau. Dazu kann ich nichts sagen. Das fällt mehr in Ihr Ermittlungsfeld. Aber Dr. Tremblay ist momentan nicht weniger oft auf der Randall Farm. Der alte Knabe hatte in letzter Zeit mehrere Fälle von Tollwut auf seiner Farm. Erst vorgestern musste einer meiner Leute raus und einen seiner Jagdhunde erschießen. Dem werde ich später auch noch einen Besuch abstatten. Die Rache des Fuchses. Halten Sie mich weiter auf dem Laufenden. Ich wusste, dass das kommt. Wenn ich Ihnen schon nicht helfen darf. Erinnern Sie sich noch an das Buch, das Sie damals im Zug gelesen haben? Das mit den beiden Damen, die die Polizei auf die richtige Spur des Mörders bringen? Der Tod reiste mit? Ich hab's mittlerweile gelesen. Und soll ich Ihnen was sagen? Sie sind schlimmer als die beiden zusammen. Ich werte das als ja. Ermordet, sagen Sie? Nach unseren bisherigen Ermittlungen müssen wir davon ausgehen, ja. Aber das ist doch nicht möglich. Wer sollte meinem Vater denn nach dem Leben trachten? Ihn umbringen? Auch wenn es Sie überrascht, es gab jemanden, der genau das getan hat. Und deshalb muss ich Ihnen trotz Ihrer Trauer einige Fragen stellen. Was für Fragen? Beispielsweise, ob Ihr Vater in letzter Zeit mit irgendjemandem aneinander geraten ist. Ob es zu Anfeindungen kam. Hier auf dem Mastersonhof bestimmt nicht. Mein Vater hatte alle Arbeiter und Hausangestellte stets mit Respekt behandelt. Es gab nie Streitigkeiten. Auf so einem großen Gutshof kommt es natürlich auch zu Reibereien. Aber das waren immer nur Kleinigkeiten, die schnell aus der Welt waren.
Sie können jeden fragen. Bleibt also allein der Konflikt mit Mr. Randall? Ich will niemanden beschuldigen, aber Mr. Randall war der Einzige, der meinem Vater mit offener Feindschaft begegnete. Umgekehrt war es übrigens genauso. Haben Sie dafür Beispiele? Natürlich. Es ist noch nicht mal 2 Wochen her, da kam er hier unangemeldet vorgefahren. Ich kam gerade aus dem Stall, als ich ihn wutschnaubend über den Hof laufen sah. Tag, Mr. Randall. Wollen Sie zu meinem Vater? Dämliche Frage. Zu wem wohl sonst? Zu Ihnen etwa? Haben Sie einen Termin mit ihm vereinbart? Einen Termin? Wer ist der, dass er Termine vereinbart? Der gottverdammte Premierminister? Ich weiß, dass er zurzeit sehr beschäftigt ist. Daher wäre es in Ihrem eigenen Interesse sicher sinnvoll gewesen. Beschäftigt? So nennt er das also. Was meinen Sie? Ach, lassen Sie mich durch. Ich muss mit ihm reden. Sofort! Randall ließ mich einfach stehen und verschwand im Haupthaus. Da ich kein Aufsehen wollte, hielt ich mich im Hintergrund. Den folgenden Streit bekam ich mit, auch ohne im Raum dabei zu sein. Was soll ich? Jetzt spiel hier nicht den Ahnungslosen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass du die Angelegenheit zur Chefsache im Heimatschutzkomitee gemacht hast. Und wenn? Ich will endlich eine Entscheidung in dieser Sache. Und wenn ich dafür bis zum High Court müsste... Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich mit meinem Land zu tun habe. Jetzt sieh es doch endlich ein. Dieses Land ist wertlos für dich. Aber für mich ist es Gold wert. Als Weideland. Du kannst damit so oder so nichts anfangen. Weder als Sumpf noch als Weideland. Wenn du jetzt an mich verkaufst, bekommst du mehr Geld, als dieser Morast je wert war. Jetzt hör mir mal gut zu, Dick. Dieser Morast, wie du ihn nennst, dieser wertlose Sumpf, ist seit mehr als 500 Jahren im Besitz der Familie Masterson. Dieses Gut und diesen Boden haben meine Vorfahren mit ihrem Blut verteidigt, mit dem wenigen, was sie hatten, ihrem Leben. Hier sind schon Mastersons herangewachsen. Da war der Name Randall in dieser Gegend noch nicht einmal bekannt. Und da glaubst du ernsthaft, ich würde auch nur eine Handbreit meines Besitzes an dich abgeben? Für Geld? Dein verdammtes Sumpfland breitet sich immer mehr nach Osten aus. Auf meine Felder! Letzte Woche musste ich schon wieder 2 Schafe aus dem Schlamm befreien. Ich werde nicht an dich verkaufen. Zu keinem Preis, den du mir bietest. Das dürfte die Bank interessieren, bei der du in der Kreide stehst. Deine Drohungen imponieren mir überhaupt nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Mastersons kämpfen müssen. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Ach Gott, wie kann man nur so stur sein? Dir müsste man mal mit der Brechstange Verstand einprügeln. Verlass sofort meinen Hof und wage es ja nicht, noch einmal wiederzukommen. Sonst hetze ich die Hunde auf dich. Hunde? Die beiden alten Kläffer? Nicht einmal davon hast du Ahnung. Ich werde die Sache dem Landwirtschaftsausschuss darlegen. Ich denke, dass das Interesse an Produktivität dem Allgemeinwohl dienlicher ist als ein paar verstaubte Erinnerungen an vergangene Tage. Das hat er wirklich gesagt? Das mit dem Verstand einprügeln? Mit einer Brechstange? Wortwörtlich, Sir. Kam es nach dieser Unterredung zu einem weiteren Kontakt? Sie meinen, ob Randall dann nochmal hier war? Nach der klaren Ansage? Dann war die Sache also wirklich so festgefahren, wie man den Zeitungen entnehmen konnte. Ja, Randall wollte unbedingt unser Land kaufen. Mein Vater wäre lieber gestorben, bevor er darauf eingegangen wäre. Eine Entscheidung, die jemand offensichtlich auf seine Art beschleunigen wollte. Zählen Sie Mr. Randall zum Kreis der Verdächtigen? Ehrlich gesagt, zählen am Anfang einer Ermittlung so ziemlich alle Personen im Umfeld des Ermordeten zu den Verdächtigen, Sir. Das heißt? Nichts für ungut, aber die Antwort ist ja. Dazu sei aber gesagt, dass Verdächtige ohne ein passendes Motiv sehr schnell aus dem Kreis derer wieder ausscheiden. Sie können in der Sache auf mich zählen, Inspektor. Ich will wissen, wer meinen Vater ermordet hat. Guten Tag. Haben Sie den Weg verloren? Ich hoffe nicht.
Das ist doch die Randall Farm, oder? Das ist sie, Madam. Dann bin ich hier goldrichtig. Gut. Dachte auch nur, weil das Brandzeichen von dem alten Gauner Masterson ist. Aber bitte, so spricht man doch nicht von einem kürzlich Verstorbenen. Ah, das Mitgefühl könne sie sich sparen. Der Kerl war zu Lebzeiten alles andere als ein Heiliger. Wie mir scheint, habe ich das Vergnügen mit Mr. Randall persönlich. Allerdings. Ob Sie mir freundlicherweise vom Pferd helfen würden? Warum? Wollen Sie hierbleiben? Ist auf dem Pleitehof wohl nicht mehr auszuhalten, was? Kommen Sie. Vielen Dank. Ich würde ganz gern meinen Kaffee hier trinken. Und dazu noch ein Stück Kuchen, wenn Sie haben. Darf es auch ein Schlag Sahne dazu sein? Oh, nur wenn es keine Umstände macht. Dabei könnten wir zwei uns dann ein wenig unterhalten. Unterhalten? Glauben Sie, ich verdiene mein Geld mit süßem Nichtstun und Gerede? Ich dachte ja nur, es würde Sie vielleicht interessieren. Was soll mich interessieren? Ach, das wird Ihnen die Polizei vermutlich sowieso später persönlich sagen. Die Polizei? Sagen Sie mal, wovon sprechen Sie überhaupt? Nun, wie gesagt, bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee. Kommen Sie mit, Mrs. Wie heißen Sie überhaupt? Rutherford. Miss Rutherford. Würden Sie mir nun endlich sagen, was zum Teufel Sie mit mir zu besprechen haben? Das ist mittlerweile das zweite Stück Pflaumenkuchen und Sie haben immer noch keinen Mucks gesagt. Der ist wirklich ausgezeichnet. Ein Lob an Ihren Koch. Hier gibt's keinen Koch. Ich mache hier alles selbst. Sie haben den selbst gebacken? Meine Hochachtung. Dankeschön. Ich bin ja selbst passionierte Bäckerin, aber das ist mit Abstand der beste Pflaumenkuchen, der mir je untergekommen ist. Sie würden mir nicht zufällig Ihr Rezept verraten? Herrgott, ich will wissen, was Sie von mir wollen und warum die Polizei hier aufkreuzen wird. Ganz einfach. Man wird Sie fragen, wo Sie sich zum Zeitpunkt des Todes Ihres geschätzten Nachbarn aufgehalten haben. Wo ich war? Na, das ist nicht schwer. Ich war draußen auf den... Sekunde mal. Wollen Sie damit andeuten, dass die glauben, ich hätte den alten Masterson ins Moor gestoßen? Er ist nicht ertrunken. Das ist ja wohl das Allerletzte. Wie kommen diese Spatzenhirne dazu, mir sowas unterzuschieben? Sich einfach den Erstbesten zu greifen, der ihnen in den Sinn kommt. Was soll das heißen? Er ist nicht ertrunken. Was denn dann? Verhungert? Er wurde erschlagen und seine Leiche anschließend ins Moor geworfen. Und die Polizei fragt sich natürlich nun, wer einen Nutzen davon hat, wenn der alte Mr. Masterson nicht mehr ist. Ja, ja, gut und schön, aber wie kommen Sie eigentlich an all diese Informationen? Ich habe meine Quellen. Und eine besondere Ader, die Leute auf die Palme zu bringen. Ich brauche jetzt einen Whisky. Wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann sollten Sie jetzt vor allem klaren Kopf bewahren. Ich habe nichts zu verbergen. Glauben Sie, ich mache mir an dem alten Halunken die Finger schmutzig? Nun, in den Zeitungen stand, dass Sie beide nicht gerade die besten Freunde waren. Das ist eine Sache. Ich bin Farmer. Mord ist nicht mein Geschäft. Da sind die Füchse auf Ihrem Land sicher anderer Meinung. Die Füchse? Na, Sie haben doch heute Morgen zur Treibjagd blasen lassen, oder etwa nicht? Natürlich habe ich das. Das war auch dringend notwendig. Es ist nie notwendig, ein Tier erst fast zu Tode zu hetzen und dann zu erschießen. Sie haben leicht reden, Miss Rutherford. Das sind ja nicht Ihre Lämmer und Kälber, die von tollwütigen Füchsen angegriffen werden. Wissen Sie, wie qualvoll die Tiere verenden, wenn die Tollwut bei ihnen ausbricht? Und wie sehr die Muttertiere unter dem Verlust ihrer Jungen leiden? Das habe ich nicht gewusst. Erst vor ein paar Tagen bin ich mit meinen Hunden allein raus, um der Plage Herr zu werden. Und was hat es mir gebracht? Meinen besten Jagdhund hat's dabei erwischt.
Ich hatte schon die Polizei gerufen, weil ich es selbst nicht übers Herz gebracht habe, den alten George zu erschießen. Glücklicherweise war die Tierärztin schneller. Sie hat ihn eingeschläfert und mitgenommen. Es tut mir leid, Mr. Randall. Das alles war mir nicht bewusst. Wenn mir meine Freunde heute nicht geholfen hätten, wäre das immer so weitergegangen. Man mag mir eine Menge nachsagen. Und das meiste davon stimmt sicherlich, Miss Rutherford. Aber eines bin ich nicht. Ein gewalttätiger Mensch. Weder gegen Tiere noch gegen Menschen. Vielen Dank, Mr. Randall. Das alles war sehr aufschlussreich. Ich hoffe nur, dass Sie für die besagte Zeit auch ein Alibi vorweisen können. Glauben die von der Polizei wirklich, ich hätte den Griesgram erschlagen? Ich kann mir momentan leider schwerlich vorstellen, dass es andere Verdächtige auf deren Liste gibt. Ich muss jetzt leider gehen, Mr. Randall. Aber sobald ich was Neues weiß, komme ich Sie wieder besuchen. Um meinen Kuchen zu essen, nehme ich an. Mit Sahne, richtig. Wer ist das denn jetzt? Meinen Sie? Guten Tag, Mr. Randall. Ich bin Chief Superintendent Thorndike und komme... Miss Rutherford. Ich bin schon weg, Inspektor. Wiedersehen, Mr. Randall. Wiedersehen, Madam. Ich sagte doch, dass ich diesmal die Ermittlungen führe. Ach, ich hätte nicht so spät am Nachmittag noch Kaffee trinken sollen. Jetzt kriege ich kein Auge zu. Ob ich noch eine Runde drehe? Welch eine Wohltat. Und damit wäre ich jetzt vollends wach. Na, was soll's. Draußen ist es sternenklar und um diese Zeit ist bestimmt keiner mehr unterwegs. Gut, bis auf ein paar Ausnahmen. Das war aber ein später Gast. Also dann wieder rein in die Klamotten. Ich bin gespannt, was der gute Inspektor Thorndike in der Zwischenzeit rausgekriegt hat. Am Ende war es doch ein unzufriedener Mitarbeiter, der seinem Boss schon lange mal die Meinung sagen wollte. Diese Ruhe ist einfach himmlisch. Daheim in Guts Hill habe ich es ja schon ruhig, aber hier... Die Tür zum Pferdestall steht offen. Na, da hat wohl einer nicht aufgepasst. Aber da ist ja noch einer um diese Zeit. Guten Abend. Oder eher guten Morgen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt. Verzeihen Sie, aber ich dachte, jemand hätte vergessen, den Stall abzuschicken. Oh mein Gott. Das ist ja barbarisch. Ich muss sofort den Inspektor verständigen. Und Sie konnten nicht erkennen, um welchen Autotyp es sich handelte? Nein, Inspektor. Dafür war es viel zu dunkel. Der Wagen ist auch schnell davongerast. Den mutmaßlichen Mörder. Wärst nur so brutal, dass er einem anderen Menschen sowas antut. Möglicherweise der gleiche Mann, der auch schon den Vater umgebracht hat. Es war schrecklich, als ich ihn erschlagen am Boden liegend gefunden habe. Das kann ich mir vorstellen. Auf dem Hause Masterson scheint nicht gerade ein Segen zu liegen. Nein, ganz und gar nicht. Und damit wäre das Geschlecht der Familie Masterson in dieser Gegend der Chiltern Hills praktisch erloschen. Was wurde eigentlich aus Mrs. Masterson? Ist sie auch schon früh verstorben? Die Polizei geht davon aus, dass sie tot ist. Sie gehen davon aus... Mrs. Masterson wurde vor über 20 Jahren das Opfer einer Entführung. Damals ging es um eine ziemlich hohe Lösegeldsumme. Die Entführer wussten offenbar nicht, dass der Hof bereits hoch verschuldet war. Was für eine Tragödie. Ich kenne den Fall nur aus den Akten. Man hatte dem alten Masterson eine Frist von 3 Tagen gesetzt.
Aber die Frist verstrich, ohne dass er das Geld hatte aufbringen können. Die Banken waren nicht bereit gewesen, weitere 15.000 Pfund vorzuschießen, da die Schulden den Wert des Anwesens schon überschritten hatten. Welch bittere Ironie. Da merkt man, was ein Menschenleben wirklich wert ist. Die Entführer haben sich nach dem Ultimatum nie wieder gemeldet. Und die Leiche von Mrs. Masterson wurde bis heute nicht gefunden. Ein Jahr nach ihrem Verschwinden hat man sie für tot erklärt. Das Schicksal hat es auf die Familie ja regelrecht abgesehen. Den Eindruck könnte man gewinnen. Und ich habe es jetzt mit zwei Morden zu tun. Sollten Sie Hilfe benötigen, dann Inspektor... Dann werde ich Sie wissen lassen, Madame. Bitte sehr. Wer kommt Ihrer Meinung nach denn in Frage? Wenn ich das so einfach beantworten könnte. Das Personal wurde komplett befragt. Und bis auf zwei Aussagen, die noch überprüft werden, haben alle plausible Alibis. Zum Zeitpunkt des Todes liefen hier im Haus sämtliche Vorbereitungen für das Frühstück der Gäste. Und in den Ställen wurden die Pferde für den morgendlichen Ausritt gesattelt. Alle waren an ihrem Platz. Der Einzige, der kein Alibi hatte... war Mr. Masterson Junior, nehme ich an. So ist es. Na, für diesen Mord hat er jedenfalls eins. Was ist mit Mr. Randall? Dank Ihres zufälligen Besuches war er sehr redselig und hat mir alle Fragen schon im Voraus beantwortet. Natürlich hat er ein Motiv. Aber zum einen halte ich das für ein bisschen dünn und zum anderen sagt mir mein Instinkt, dass der Mann nichts damit zu tun hat. Ich entdecke da ja ganz neue Seiten an Ihnen. Sie verlassen sich auf Ihren Instinkt. Im Vertrauen. Ich halte ihn auch für unschuldig, Inspektor. Sehr schön. Damit sollten wir unsere kleine Unterhaltung für heute Nacht beenden. Ich hoffe inständig, dass die Spurensicherung auf irgendwas stößt, das uns weiterbringt. Ich bin jedenfalls noch bis morgen Nachmittag da. Sie wollen nicht mit den anderen Gästen abreisen? Würde ich ja tun. Aber mein Zug fährt erst am späten Nachmittag. Schon verstanden. Unvorstellbar, wenn diese Morde ungelöst in die Akten wanderten. Sie meinen, wie das Verschwinden von Mrs. Masterson? Schicksal hin oder her. Es handelt sich bei allen dreien um Gewaltverbrechen. Und wenn es der gleiche Täter wäre, der schon vor 20 Jahren zugeschlagen hat... Verzeihen Sie, aber da sehe ich nun überhaupt keinen Zusammenhang. Madame, bis morgen. Bis morgen. Ach, Inspektor. Ja? Sie könnten mir morgen früh nicht zufällig die Akte von Mrs. Masterson vorbeibringen. Da das Wort Nein in Ihrem Wortschatz offenbar nicht existiert und bevor Sie in unser Archiv einbrechen, ja, mache ich. Du meine Güte, schon 10. Erst kann ich nicht einschlafen und jetzt kriege ich womöglich nicht mal mehr Tee. Es ist niemand mehr da? Hallo! Sie sind alle schon abgereist. Ich wollte gerade rauf zu Ihnen. Heißt das, dass das Personal auch schon weg ist? Die sind Hals über Kopf davon. Ein paar habe ich in der Stadt getroffen. Sie haben mir erzählt, was hier heute Nacht geschehen ist. Ich wollte es nicht glauben. Ich bin sofort hergefahren. Und da bin ich. Der Tod von Mr. Masterson Junior geht Ihnen gewiss sehr nahe, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Er hatte so viele Pläne. War voller Optimismus. Oh, mein Kind. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid für Sie. Es muss ein furchtbarer Schock gewesen sein. Ich sollte doch heute einige der Pferde impfen. Sie waren ein Paar. Habe ich recht? Wir wollten das noch geheim halten. Das Personal sollte nicht über uns tuscheln, der Gäste wegen. Ich verstehe. Hier, das wollte ich Ihnen gerade bringen. Was ist das denn für ein dicker Umschlag? Den hat Inspektor Thorndyke für Sie dagelassen. Inspektor Thorndyke, der war schon da? Ja,
Aber nur kurz. Und als er erfuhr, dass sie noch schlafen, ist er auch schon wieder abgerauscht. Wollte partout nicht, dass ich sie wecke. So, so. Na, wahrscheinlich hatte er es mal wieder sehr eilig. Ja, das hatte er. Kein Wunder. Ihm läuft die Zeit davon. Er sagte, er müsse schnellstens zurück in die Stadt. Es gäbe eine erste, vielversprechende Spur. Das hat er gesagt. Er sah sehr zuversichtlich aus. Sagen Sie, könnten Sie mich wohl gleich in die Stadt mitnehmen? Ich brauche nicht lang zum Koffer packen. Nun, ich muss mich erst um die Pferde kümmern. Sie brauchen Futter und müssen raus auf die Weide. Sie sind ein großer Tierfreund. Ich kann die Tiere nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Es muss schnellstens ein Verwalter ernannt werden. Da haben Sie völlig recht. In einer Stunde hier? Das müsste reichen. Es ist gut zu wissen, dass es noch Menschen gibt, denen nicht alles gleichgültig ist. Ich danke Ihnen. Sergeant, Sie nehmen sich zwei Leute und sehen auf der Rückseite der Farm nach. Der Rest kommt mit mir ins Hauptgebäude. Wird gemacht, Herr Inspektor. Wollen Sie zu mir? Ja, Mr. Randall. Zu Ihnen wollten wir. Richard Randall, ich verhafte Sie wegen des dringenden Tatverdachts, Mr. Masterson Jr. ermordet zu haben. Sagten Sie Junior? Das sagte ich. Der ist auch tot. Allerdings. Jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Ich dachte, ich hätte nur den Alten umgebracht. Ist das ein Geständnis? Gott bewahre. Ich meine, wenn's nach Ihnen geht. Ich habe weder den einen noch den anderen gekillt. Das wird sich rausstellen. Bitte kommen Sie mit. Wie kommen Sie bloß auch auf die idiotische Idee, dass ich was damit zu tun haben könnte? Erkennen Sie diesen Schäferstab? Klar, das ist mein Schäferstab. Aber woher haben Sie den denn? Sergeant, nehmen Sie zu Protokoll, dass der Beschuldigte den Schäferstab als sein Eigentum identifiziert. Jawohl, Sir. Ich will Ihnen sagen, woher wir den haben. Den haben wir neben der Leiche des jungen Mr. Masterson gefunden. Er wurde mit meinem Schäferstab... Ja. Und wir haben auch eine Menge Fingerabdrücke auf dem Stab gefunden. Dabei handelt es sich immer um die gleichen. Die Abdrücke großer, verhornter Finger. Und ich würde einen Eid darauf ablegen, dass das Ihre Fingerabdrücke sind. Aber warum sollte ich denn... Alles Weitere besprechen wir auf dem Revier. Dort werden wir auch Ihre Fingerabdrücke abnehmen. Sind Sie auch schon so gespannt wie ich? Sergeant, abführen. Jawohl, Sir. Ich bin wirklich sehr gespannt, was Inspektor Thorndyke diesmal wieder ausgeheckt hat. So, das war das letzte Stück. Und dabei war es ein so schöner Urlaub. Wenigstens die erste Hälfte. Ah, die Akte, die hätte ich fast vergessen. Meine Güte, das ist ja alles durcheinander. Wenn der glaubt, ich sortiere ihm... Bitte sehr, jetzt fällt schon alles auseinander. Ein Foto. Aber das ist doch... Das gibt's doch nicht. So, da wären wir. Das Polizeirevier. Und ich soll wirklich nicht hier warten? Bis zum Bahnhof ist es noch ein gutes Stück. Nein, vielen Dank, das schaffe ich schon. Außerdem glaube ich, dass Ihr Hund entspannter ist, wenn ich mich jetzt verabschiede. Sie müssen sein Benehmen entschuldigen. Er ist Fremden gegenüber immer sehr misstrauisch, hat einiges hinter sich. Ja, das merkt man. Er sieht richtig gefährlich aus. Sonst ist er lammfromm. George, halt jetzt die Klappe! Aus! Hörst du? Nichts für ungut. Ich danke fürs Mitnehmen. Gern geschehen. Miss Rutherford, Ihr Briefumschlag. Ach, wo hab ich nur meinen Kopf? Dankeschön und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo?
keiner da? Ja, bitte. Guten Tag, Sergeant. Nein, nein. Ich habe mit dem Laden nur indirekt zu tun. Die Herrschaften sitzen alle hinten beim Verhör. Ich soll hier so lange die Stellung halten. Interessant. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Dr. Weldon. Ich bin der ortsansässige Pathologe. Rechtsmediziner, wenn Sie so wollen. Dr. Weldon. Schön, Sie kennenzulernen. Sie kennen mich? Aber selbstverständlich. Ich habe Ihren Obduktionsbefund von Mr. Masterson gelesen. Junior oder Senior? Senior. Ah, ich wusste gar nicht, dass der irgendwo abgedruckt worden ist. Ist er auch nicht. Chief Superintendent Thorndike gab ihn mir zur Ansicht. Mein Name ist Rutherford. Ah, jetzt wird mir einiges klar. Ihnen habe ich also die Überstunden zu verdanken. Sieht so aus, als würden Sie mich auch kennen. Ich kann es nicht leugnen, Madam. Stimmt es, dass Inspektor Thorndike eine heiße Spur hat? Er vernimmt gerade einen Tatverdächtigen. Doch nicht etwa Mr. Randall? Eben diesen. Dieser Holzkopf. Ach, da fällt mir ein, in Ihrem Bericht erwähnten Sie Farbrückstände an den Handflächen von Mr. Masterson. Ja, danach sah es auf den ersten Blick aus. Tatsächlich war es Harz. Harz? Richtig. Gewöhnliches Baumharz. Aber das könnte wichtig sein. Meinen Sie? Er ist fast jeden Morgen im Wald gewesen, hat auf seinem Hof mitgerackert. Da ist Harz nichts Seltenes. Gab's sonst noch was, das Sie in Ihrem ersten Bericht nicht erwähnt haben? Nun, schon. Aber ich wüsste nicht, was Sie das anginge. Es ist sehr wichtig. Vielleicht sogar entscheidend. Haben Sie den Bericht bei sich? Natürlich nicht. Aber ich könnte Ihnen anhand der Leiche zeigen, was mir aufgefallen ist. Nur, das ist sicher nichts für eine ältere Dame. Ist es weit von hier? So, das ist, ups, der Falsche. Pardon, mein Fehler. Das ist er, wie er leibt und nicht lebt. Und was haben Sie entdeckt? Hier unten. Sehen Sie mal am Bein. Das ist mir erst aufgefallen, als ich den Leichnam komplett von Schlamm gesäubert hatte. Sieht aus wie Bissspuren. Das sind Bissspuren. Und es geht noch weiter. Ich habe einen Abstrich von der Wunde genommen und mir unter dem Mikroskop angesehen. Dabei fand ich massenweise Lyssaviren. Könnten Sie mir das freundlicherweise übersetzen? Tollwut. Mr. Masterson ist also vor seinem Tod noch von einem tollwütigen Tier gebissen worden? Exakt, von einem Fuchs, um genau zu sein. Ging glatt durchs Hosenbein. Und im Anschluss hat man ihn mit einer Eisenstange erschlagen und ins Moor geworfen. So muss es sich abgespielt haben. Hm. Finden Sie nicht, dass der Abdruck der Zähne ein bisschen weit auseinander steht? Ich meine, für einen Fuchs. Ich bin kein Veterinär. Es kann auch ein Werwolf gewesen sein. Wie gesagt, da bin ich kein Experte. Dann sollten wir vielleicht einen hinzuziehen. Ich muss sofort zum Inspektor. Oh, schon genug gesehen. Allerdings, genug, um zu wissen, dass Inspektor Thorndike mal wieder auf dem Holzweg ist. Es hat doch keinen Sinn, die Tat zu leugnen. Wir wissen, dass Sie es waren, Randall. Hier haben wir sogar den Beweis. Es sind Ihre Fingerabdrücke. Einzig und allein Ihre Fingerabdrücke. Alles, was Sie jetzt noch ausspucken müssen, ist ein Geständnis. Ich sag Ihnen doch, ich weiß nicht, wie der Stab dorthin gekommen ist. Ich weiß nur, dass er weg war. Also auf die harte Tour. Bitte, wenn Sie es lieber so wollen, dann eben Dauerverhör. Miss Rutherford, was... Ich muss Sie dringend sprechen, Inspektor. Wenn's wegen der Akten ist, das muss noch ein bisschen warten. Ich leite hier ein Verhör, wie Sie vielleicht bemerkt haben werden. Ja, und Sie haben den Falschen an der Angel. Hallo, Mr. Randall. Guten Tag, Miss Rutherford. Ich würde Ihnen ja gern was anbieten, aber wie Sie sehen, bin ich selbst nur Gast. Nicht mehr lange. Inspektor? Warum lasse ich mich immer wieder darauf ein? Warum sag ich ihr nicht einfach die Meinung und schmeiß sie raus? Weil Sie wissen, dass vielleicht was dran sein könnte, wenn sie schon persönlich hier aufkreuzt.
Copperton, Sie machen hier weiter. Jawohl, Sir. Miss Rutherford ante Portas. Keine Sorge, Sie sind schnell wieder zu Hause. Was ist es diesmal? Erinnern Sie sich an unsere Unterredung heute Nacht? Natürlich. Es ist nicht der gleiche Täter wie vor 20 Jahren. Aber es hat durchaus mit dieser Sache zu tun. Ich verstehe kein Wort. Was wollen Sie eigentlich? Ich habe einen Tatverdächtigen ohne Alibi. Ich habe seine Tatwaffe und sogar seine Fingerabdrücke darauf. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist sein Geständnis. Das werden Sie nicht bekommen. Und wenn, ist es gelogen. Hier, sehen Sie. Wer ist das? Das ist Miss Tremblay. Ach ja? Dann drehen Sie das Bild mal um. Das kann doch nicht sein. Ja, ich verstehe aber immer noch nicht... Ich verspreche Ihnen, das werden Sie. Wo steht Ihr Wagen? Direkt vor der Tür. Dann los! So, alter Junge. Deine Reise ist nun zu Ende. Ich habe mich in Ihnen geirrt. Miss Rutherford? Ich dachte, die Würde der Tiere läge Ihnen wirklich am Herzen. Das tut sie nicht. Wie kommen Sie hierher? So wie Sie, mit dem Wagen. Ihren habe ich da vorn stehen sehen, direkt am Waldrand. Mr. Randall hielt große Stücke auf Sie. Ich konnte ihm ansehen, wie viel es ihm bedeutet hat, dass Sie seinen Hund erlöst haben. Dabei haben Sie ihm erst jetzt den Gnadenschuss gegeben. Jetzt, wo er seine Arbeit getan hatte. Armer George. Wovon reden Sie da? Was soll das alles? Sie haben die Mastersons getötet. Den Vater und den Sohn. Wie kommen Sie denn darauf? Was habe ich denn mit der Sache zu tun? Ich habe überhaupt kein Motiv. Und ob Sie das haben? Sie sind Alice Tremblay. Aber Ihr Geburtsname ist Hollister. So hieß auch ihre Mutter, Sally Hollister, die dann nach ihrer Hochzeit den Namen ihres Mannes annahm, Masterson. Woher wissen Sie das? Aus der Akte, die Sie mir freundlicherweise übergeben haben. Es war der ungeklärte Fall um das Verschwinden ihrer Mutter. Den Papieren lag ein Bild bei, ein Foto ihrer Mutter. Sie sehen ihr wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Ihrer Mutter, die sie einfach zur Adoption freigab. Ich war noch ein Kleinkind, als sie mich weggab. Weggeben musste. Aber selbst wenn ich damals noch nicht mal 4 Jahre war, so bekam ich doch mit, warum man mir meine Mutter nahm. Warum ich abgeschoben wurde. Weil mein neuer Vater keinen Bastard in seinem Haus duldete. Ein uneheliches Kind von einem anderen Mann. Und außerdem war ja sein eigener Nachwuchs schon unterwegs. Gott, wie furchtbar. Wie kann eine Mutter nur freiwillig ihr Kind hergeben? Ich wuchs bei Adoptiveltern auf, wurde eine Tremblay. Und als sie alt genug waren, haben sie nach dem gesucht, der ihnen das alles angetan hatte. Nein, ich habe nach meiner Mutter gesucht. Nach meinem Studium ließ ich mich hier in Berkhamsted nieder. Das war der genaueste Hinweis, den ich bekommen hatte. Hier erst erfuhr ich, dass ich 20 Jahre zu spät kam. Von wem erfuhren Sie das? Von ihm. Die ganze Zeit über wusste ich, du bist ihre Tochter. Schon beim ersten Mal, als du hier vorgefahren bist. Die gleichen Augen, der gleiche Mund. Was ist damals passiert? Das habe ich dir doch gesagt. Aber wenn du mir nicht glaubst, stand alles in der Zeitung. Von Anfang bis Ende. Wieso hast du das Lösegeld nicht bezahlt? Weil ich es nicht hatte, verdammt! Darum! Und jetzt verschwende nicht meine Zeit und wage ich ja nicht, meinen Sohn mit der Sache zu belästigen. Das ist alles? So lässt du mich hier stehen? Die Sache ist 20 Jahre her. Vorbei! Basta! Vorbei? Oh nein! Sie ist noch lange nicht vorbei. Das wirst du schon noch erleben.
Ich stellte Nachforschungen über ihn an. Er fuhr von den Schulden, die mein Stiefvater gemacht hatte. Ja, er war hochverschuldet. Spielschulden, Miss Rutherford. Es waren Spielschulden. Aber das Eigentliche kommt ja erst. Ich machte einen ehemaligen Gläubiger ausfindig, der mir die Kopie einer Quittung vorlegte. Nur 3 Tage nach dem Verschwinden meiner Mutter hatte Masterson bei ihm seine Schulden von 11.000 Pfund beglichen. 11.000 Pfund? Woher hatte er das Geld? Doch nicht von der Bank. Oh nein, nicht von der Bank. Wer gibt dir das Recht, in meiner Vergangenheit zu schnüffeln? Woher hattest du das Geld? Mit dem Geld hätten die Entführer meine Mutter bestimmt wieder freigelassen. Ja, bist du denn wirklich so naiv? So naiv wie die Polizei damals? Das Geld war Sallys Geld. Geld aus irgendeinem Erbe. Geld, das ich dringend brauchte, um meine verdammten Schulden zu begleichen. Aber dieses verstockte Weib wollte es nicht rausrücken. Das alles war nur inszeniert? Der Überfall auf das Auto, dass man dich niedergeschlagen hat, die Lösegeldforderung, das hast du alles nur erfunden, weil du ihr Geld wolltest? Der Wagen und die Leiche sind nie gefunden worden. Ich mach dich fertig. Dich und deine verdammte Sippe. Wie denn? Die Sache liegt längst bei den Akten. Und wer wird dir schon glauben? Die meisten Polizisten von damals sind heute noch im Dienst. Und meine Freunde. Erst nimmst du sie mir weg. Und dann bringst du sie um? Wo hast du sie verscharrt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Was hast du mit ihrer Leiche gemacht? Es warten noch einige Pferde auf der Koppel auf Sie, Frau Doktor. Und da fassten Sie den Plan, ihn umzubringen? Nein, es war anders. Ich hatte tags zuvor den Hund von Mr. Randall eingeschläfert. Jedenfalls dachte ich das. Aber die Dosis war wohl zu niedrig. George erwachte wieder, im Käfig in meinem Wagen. Und als ich ihn sah, wie er die Zähne fletschte und mich anknurrte, da wusste ich, wie ich Masterson zum Sprechen bringen würde. Ich nahm die lange Eisenstange mit der Lederschlaufe und fuhr früh morgens dorthin, wo Masterson immer spazieren ging. Den Wagen parkte ich etwas abseits im Wald. Dann wartete ich. Mir schlug das Herz bis zum Hals, als er kam. So, du Bastard! Und jetzt rede, oder ich hetze den Hund auf dich! Was ist mit dem verdammten Vieh? Der hat ja Schaum vorm Maul. Er ist tollwütig! So wie du, du verdammter Mörder! Sag mir, wo du meine Mutter verscharrt hast! Du willst es wirklich wissen, ja? Wo ich sie all die Jahre versteckt habe, nachdem ich ihr den Hals umgedreht hatte, ja? Du Schwein! Wo ist sie? Hier ist sie. Genau hier. Im Moor? Ja, im verdammten Moor habe ich sie verschenkt. Mitsamt dem Wagen. Bist du jetzt zufrieden? Das wirst du mir büßen. Schnapp ihn dir, George! Verflucht! Das Scheißvieh hat mich gebissen! Mein Bein! Ich verlor die Kontrolle. Ich hatte den Hund mit der Stange so dicht an Masterson herangeschoben, dass er ihn zu beißen bekam. Aber Masterson konnte sich befreien und flüchtete zu dem Baum, der Schidi-Eiche. Er kletterte nach oben auf einen der weit ausladenden Äste. Warte, bis ich dich zu fassen kriege, du Miststück. Den Hund auf mich zu hetzen. Er drohte mir mit der geballten Faust. Immer wieder. Bis es dann passierte. Ich werde dich abknallen. Dich und deinen verdammten... Es gab einen lauten Knall, als er kopfüber in den Sumpf stürzte. Dann versank er langsam. Dachte ich zumindest. Es gab einen Knall? Natürlich. Er muss genau auf den Wagen gekracht sein.
Das Autowrack liegt wahrscheinlich nur ein paar Handbreit unter der Oberfläche. Deshalb ist seine Leiche auch nicht komplett versunken. Ich betäubte den Hund wieder und fuhr zurück zum Mastersonhof. Weil sich Gäste für eine Führung angemeldet hatten. Und alle dachten, man hätte den alten Masterson erschlagen. Jetzt ist mir auch klar, wie er so weit ins Moor gelangen konnte. Und warum er Harz an den Händen hatte. Das Schicksal hat sich bitter an ihm gerecht. Und kein Wunder übrigens, warum er das Land all die Jahre nicht verkaufen wollte. Warum er alles daran setzte, dass das Moor nicht trockengelegt wird. Nicht aus Familienstolz. Der Sumpf hätte das Versteck der Leiche preisgegeben. Ja, es war ein Unfall. Nichts weiter. Bei dem Senior mag ich Ihnen das glauben, aber bei dem Junior? Er war mir zuwider. Ekelte mich regelrecht an. Er glaubte tatsächlich, dass ich für ihn etwas empfinden würde. Wusste er denn nicht, dass sie beide Halbgeschwister waren? Von mir nicht. Und sein Vater hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als ihm etwas zu erzählen. Aber warum haben sie ihn umgebracht? Nur weil er der Sohn des Mannes war, den sie gehasst haben? Nicht ganz. Du wirst ein Wunder brauchen, um den Hof zu retten. Ja. Aber Wunder passieren. Jeden Tag. Hoffentlich. Sag mal, was hältst du davon, wenn du in Zukunft öfters hier wärst? Noch öfter? Ich bin doch schon fast jeden zweiten Tag hier. Ich meine, jetzt, wo mein alter Herr nicht mehr ist und da es auf diesem Gut schon lange keine Mrs. Masterson mehr gegeben hat? Nein, Alex. Das wird niemals geschehen. Niemals. Und warum nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Nimm einfach nur zur Kenntnis, dass wir niemals zusammen sein werden. Aber für meinen Vater warst du offenbar nicht so schade, was? Wie bitte? Glaubst du etwa, ich hätte nicht mitbekommen, wie oft du ihn in letzter Zeit besucht hast? Das ist absurd, Alex. Ach ja? Und wo bitte warst du gestern Morgen? Vor der Führung? Wovon sprichst du? Tu nicht so scheinheilig. Ich war bei den Fohlen. Ich hab dich gesehen, wie du aus dem Wald kamst. Mit dem Auto. Du bist ja nicht ganz bei Trost. Ach nein? Kurz vorher ist mein geschätzter Vater den gleichen Weg gegangen. Und jetzt ist er tot. Was willst du damit andeuten? Ich will damit andeuten, dass ich weiß, wer möglicherweise zuletzt mit Masterson Senior zusammen war. Das dürfte die Polizei sicher brennend interessieren. Was willst du von mir? Nun. Wir verabredeten uns für gestern Nacht. Ich kam, aber nicht mit leeren Händen. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Doch. Und ich hab dir auch etwas mitgebracht. So? Was denn? Das hier! Er konnte nicht mal mehr schreien. Woher hatten Sie den Schäferstab? Mit dem hatte Mr. Randall seinen Hund in Schach gehalten, als wir ihn zusammen in den Käfig getrieben hatten. Irgendwie ist er in meinem Wagen gelandet. Und da ich nun mal einen Schuldigen brauchte, zog ich mir Lederhandschuhe an. Und die Polizei fand natürlich nur die Fingerabdrücke von Mr. Randall. Wirklich sehr gut geplant. Ja. Aber Ihr Erscheinen hier passt nun so gar nicht in meinen Plan. Was mache ich denn nun mit Ihnen? Ich würde sagen, gar nichts. Gar nichts? Sie kennen die Wahrheit. Ja, glauben Sie etwa, ich hätte mein Wissen für mich behalten? Nun, ich sehe nur Sie. Sonst keinen. Wer meinen Sie, hat mich wohl hergefahren? Sie blöffen. Mein Kind! Jetzt machen Sie es nicht noch schlimmer. Und warum nicht? Nehmen Sie die Hände hoch, Dr. Trembling. Inspektor Thorndike. Na, endlich. Sie haben sich ganz schön Zeit gelassen. Haben Sie alles mitbekommen? Natürlich. Und ich muss sagen... Vorsicht! Inspektor! Helfen Sie mir! Schnell, es zieht mich runter! Sofort! Hier, meine Hand! Noch ein Stück, so komme ich nicht ran. Wie kann man nur so ungeschickt sein? Och, ich hatte mir meinen Auftritt auch anders vorgestellt. Da, nehmen Sie den Ast dort. Na, großartig. Weg ist sie.
muss ich demnächst alles alleine machen, inklusive der Verhaftung. Es tut mir leid, Miss Rutherford. Mann, das war knapp. Oh, hätte nicht viel gefehlt. Und die hätte es noch eine Moorleiche gegeben. Vielleicht hätte man den Baum dann in Thorndike-Eiche umbenannt. Sehr witzig. Was machen wir jetzt? Sie meinen wegen Dr. Tremblay? Die kommt nicht weit, keine Sorge. Schön, dann können wir ja. Wohin? Erst zum Polizeirevier. Dort holen wir Mr. Randall ab. Und dann fahren Sie uns zu seiner Farm. Sollte ich da irgendwas nicht mitbekommen haben? Ach, Sie liegen schon wieder falsch. Natürlich. Jetzt ist genau die richtige Zeit für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Pflaumenkuchen, um genau zu sein. Macht es Sinn, wenn ich Sie frage, was das alles zu bedeuten hat? Sie sollten sich mehr Gedanken darüber machen, was Sie Ihren Kollegen erzählen, so wie Sie aussehen. Blöder Morast. Nebenbei, vielen Dank für Ihre Hilfe. Immer wieder gern, Chief Superintendent. Das bringt uns direkt zu der Frage, wann geht Ihr Zug heute? Wollen Sie mich schon wieder loswerden? Nein, ich will Sie nur persönlich zum Bahnhof bringen. Ach, wissen Sie, eigentlich habe ich es ja nicht eilig. Und so ein paar Tage Landluft tun mir bestimmt ganz gut. Außerdem haben Sie mir ja noch gar nicht Mrs. Thorndike vorgestellt.